Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Wir befinden uns immer noch in der Weekend League und ich bin immer noch zufrieden mit meinem Spiel, aber wir haben jetzt 9 Siege, 10 Partien nur noch übrig. Das heißt, wir haben schon ganz schön viel verloren, was nicht so geil ist. Es kann immer noch eine anständige Weekend League werden. Ich muss mich nur zusammenreißen. Und muss versuchen, halt auch in den Spielen, wo ich meiner Meinung nach der bessere Spieler bin, diese auch zu gewinnen. Vor allem aber in diesen Spielen kein Gegentor zu fressen, weil dann kann ich zumindest erstmal nicht verlieren, außer übers Elfmeterschießen. Was ja schon viel wert ist, weil wenn wir uns an die... Ach ja, ich habe neue Trikots. Guckt's euch an. Das ist das Heimtrikot von mir, mein neues, mein Auswärtstrikot, das zeige ich euch dann, wenn wir beim nächsten Mal dabei sind. Hab ich ja ganz vergessen, ich habe mir endlich neue Trikots gekauft. Ja, da haben wir schon mal ein überkrasses Team, aber egal, wie gesagt, einfach kein Tor fressen gegen Mannschaften oder gegen Spieler, die schlechter spielen und am besten selbst ein paar schießen und dann ist auch das gegnerische Team egal. Schauen wir mal, ob Malibu da so abgeht, das wäre echt geil. Man darf ruhig weiter Buden produzieren und auch von mir aus Vorlagen machen. Sehr schön mitgenommen von Reus. Ganz in Ruhe. Schade. Die Situation hätte ich definitiv besser ausspielen müssen. Ich hatte schon auf Passen gedrückt. Oh mein Gott. Glück gehabt. War, glaube ich, abseits. War kein... Ah, doch, war abseits. Weil der Pass von Plattenhardt nicht direkt gespielt wird, sondern er erst wieder einen Ballkontakt. Hier, er nimmt erst den Ball an, er soll ihn halt direkt passen. Und dadurch war es dann abseits, dann wäre es keins gewesen. Der Pass ist einfach dumm von mir natürlich. Sehr schön gemacht von Sokrates. Das ist halt schon eher ein Foul, wenn er so krass den Körper reinstellt. Aber wenn halt ein Reus oder ein Verratti oder sowas einfach mal so ein klein wenig an den Gegner rankommt und dann der Ball weg ist, dann ist das halt meiner Meinung nach kein Foul. Krass. Das ist krass. Das sind halt richtig gute, krasse Abschlüsse, wie ich finde. Und es war auch mal ein gelupfter Laufpass, der funktioniert hat. Sehr geil. Aber dass Mali halt so ein Ding reinmacht, ich hätte echt nicht damit gerechnet. Er war genauso geplant, flach ins lange Eck, aber dass er ihn da wirklich so perfekt reinmacht. Warum hat denn sowas Stindl nicht gemacht? Ich verstehe es einfach nicht. Das gibt keinen Sinn. Aber egal. Wenn Mali Bock hat, hat er Mali Bock. Ist halt auch ein schwieriger Abschluss aus dem Winkel und aus der Entfernung, den so flach perfekt ins lange Eck zu machen, das darf man auch nicht vergessen. Ist halt keine hundertprozentige. Also ich hätte ihn gar nicht übel genommen und hab, wenn er den verschossen hätte, und ich habe auch ehrlich gesagt damit gerechnet, dass er den verschießt, getunnelt. Jetzt aber konzentrieren, das 1-0 am besten zum 2-0 machen. Kein Verschießen. Kein Verschießen, sage ich schon. Also verschießen kann man schon mal, aber keinen hundertprozentigen. So, da schon so ein bisschen aggressiv rumrennt, denke ich, kommt uns das Einzel entgegen. Wird er wahrscheinlich noch aggressiver und ungeduldiger. Das ist meistens gut.
Oh, ein Tick zu spät. Gepasst. Zum Glück macht der Gegner viele Fehler. Der Pass sollte auf Piszczek gehen. Weiß nicht, womit er auf den Bille passt. Danke. Ich sage, jetzt wird er ein bisschen pissig. Jetzt hat er keinen Bock mehr. Und er darf halt jetzt nicht den Ausgleich schießen. Das ist immer so ultra wichtig in so einem Spiel, bei so einem Gegner, in so einer Situation, dass er halt nicht wieder rankommt. Weil er wird jetzt immer schlechter werden im Laufe der Zeit. Je länger das dauert, desto mehr Fehler wird er machen. Desto angepisster wird das Spiel. Und das müssen wir im Endeffekt ausnutzen. Schade. Schön gemacht von Vidal. Schade. Boah, es war kein. Es war doch ein Foul von Vidal. Aber es wird nicht als Foul gewertet. Das ist krass. Also da haben wir richtig Glück. Zweite Fehler meiner Meinung nach. Das ist jetzt schon nach Sokrates. Das zweite Foul, was nicht gewertet wurde. Okay, hat man jetzt auch krasses Glück. Man bleibt halt so aggro und ja, jetzt kommen halt auch die Blutgrätschen. Schade. Da hätte ich wahrscheinlich mit einer Schusstäuschung direkt nochmal die Richtung wechseln müssen oder so. Sehr schön gemacht von Bentaleb. Mal gucken, ob Bentaleb jetzt wieder so positiv spielt, wie er es am Anfang schon gemacht hat, sodass er sich halt dann an Keita vorbeisetzt. Schwacher Pass. Weiß ich nicht, wo den hinpasst. Ja, da haben wir ein klein bisschen Glück, haben nicht perfekt verteidigt, definitiv. Da darf Quadrado nicht so durchrennen können. Wir müssen es ein bisschen besser ausspielen. Wir müssen das 2-0 machen und dann dreht er durch. Vielleicht bricht er dann sogar schon das Spiel ab. Mal gucken. Die Idee war gut, Umsetzung halt nicht so. Und dann ruhig so ein bisschen in sich reinlaufen, dass er ruhig weiter faulen können. Also die Möglichkeit müssen wir nicht geben. Wir müssen halt nur aufpassen, dass das wirklich auch ein Foul wird, was er da verursacht. Und nicht irgendwie ein billiger Ballgewinn oder sowas. Wir haben angeblich null mal geschossen, interessant. Also, das war ein ganz klarer Schuss von Mali, oder? Also, das hat jeder gesehen, dass das ein Schuss war. Wurde auch von ihm als Tor gewertet, deswegen. Keine Ahnung, was da das Problem ist. Ich verstehe nicht, wie er das schafft, der rauszuspitzeln. Der Pass war auch nun gut. Eigentlich schön gemacht von Hummels. Psst. Genau das habe ich gemeint. Genau das habe ich gemeint. Sinnloser Ballgewinn von ihm. Und dann halt auch einfach Sonntagsschuss natürlich, klar. Hummels hat den Ball gewonnen vorher. Verdeckter Sonntagsschuss und dann gleicht er hier sinnloserweise aus. Es war absolut unnötig, weil er definitiv nicht besser ist. Oh, dann machen wir es komplett umsonst spannend. Und jetzt wird er halt auch wieder ruhiger spielen. Das ist halt das Problem. Jetzt macht er weniger Fehler. Aber egal, wenn wir ruhig bleiben, ich bin immer noch der Meinung, dass wir besser sind als er. Aber das Gegentor ist schon wieder Schwachsinn. Also egal, wie es jetzt ausgeht, das Spiel. Ich hoffe natürlich, dass ich es noch gewinnen kann, aber das Gegentor ist halt einfach dumm. Oh, er kriegt es immer noch.
wieder einen Ball gewinnen, der nicht da sein darf. Müssen einfach ruhig bleiben. Er sammelt jetzt auch gelbe Karten, vielleicht gibt es dann irgendwann mal eine gelb-rote. So wie der reingeht, kann er auch mal eine Direktrote bekommen. Wenn er mich jetzt erwischt hätte, hätte er jetzt rot gegeben. Schade. Aber er ist immer noch ziemlich unruhig dafür, dass er ausgeglichen hat. Das hätte ich nicht gedacht, muss ich zugeben. Boah, eine halbe Sekunde Vorteil wieder. So, das regt mich auch auf. Ey, pfeif halt ab. Sollte eigentlich kurz bleiben. Ich spiele es einfach gerade nicht so aus, wie ich das will. Ich mach's zu hektisch. Ich wechsle erstmal, ich muss jetzt ruhig bleiben. Es bringt nichts, sich hier aufzuregen. Einfach ruhig runterspielen. Ich mach's gerade nicht gut. Damit muss ich mich abfinden. Ich kann's ab jetzt besser machen. Punkt. So, einfach ruhig runterspielen. Der Gegner spielt schlechter als du. Akzeptier das. Er ist aggressiv. Scheiß drauf. Ab jetzt spielst du bitte gut. Komm schon, wir haben total den Faden verloren. Am Anfang haben wir viel besser gespielt, lief das viel besser. Jetzt haben wir einfach komplett den Faden verloren. Weil ich meiner Meinung nach auch einfach zu hektisch spiele. Und dann der Gegner auch noch teilweise Glück hat, muss man auch so sagen. Oh, das war doch kein Foul, Mann! Na genau, der kommt gefährlich aus dem Winkel und der Entfernung. Ganz ruhig bleiben, es ist noch nichts passiert, es ist noch nichts passiert, es ist noch nichts passiert. Komm schon, der Gegner spielt nicht gut, viel zu aggressiv. Du kannst das antizipieren. So, endlich haben wir es mal geschafft zu klären.
Sei mit deinen Sandwich-Schüssen auf, wenn verdammt nochmal. So, mein Freund, so macht man das nämlich. Das nenne ich mal einen schönen Sonntagsschuss. Eieiei, mit den schwachen Linken einfach mal bei Kurt Weiden reingelegt. Ausgleichende Gerechtigkeit. So geil. Ich wusste, ich kann da nicht mal weiter durchkombinieren. Knallst du den einfach mal rein. Oh, und dann in so einer späten Phase. Sehr geil, sehr wichtig. Richtig geil. Hätte ich nicht gedacht. Aber das ist halt ein absolutes Traumtor, absoluter Zauberschuss von Mali. Ich sag dir, ja, da geht weiter ab. Das gibt's gar nicht. Was ist denn los mit dem? Sehr geil. Ja, Mali, 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 er bleibt dann erstmal unser Stürmer für die nächsten 500 Folgen. Jetzt fängt er wieder an, Bild reinzugrätschen, was sonst. Jetzt gibt es hier natürlich nichts mehr von den Gegnern zu holen, das sollte klar sein. Oder ich dribbel einfach ins Aus. Geil. Aber Ribéry holt sich den Ball easy wieder. Nice. Ich meine, war. Ich bin trotzdem. Also in dem Spiel bin ich auf jeden Fall nicht zufrieden mit der zweiten Halbzeit. Die war schlecht von mir gespielt. Ich bin froh, dass ich trotzdem gewonnen habe. Ich bin meiner Meinung nach auch der bessere Spieler gewesen, habe verdient gewonnen, aber. Vorlagen Reus und Müller. Aber wie gesagt, es hätte deutlich besser laufen können. Und zweimal Mali wieder mit dem Tor. Und das waren zwei wirklich sehr schöne Tore von Mali. Also, wir haben natürlich nicht nur einmal geschossen, sollte klar sein, ne? Statistik wieder komplett kaputt. Und ja, nice, ich freue mich. Noch ein Sieg, dann haben wir wenigstens Gold 3, das absolute Minimalziel erreicht. Und ich glaube, das ist die schlechteste Bilanz nach 10 Siegen, die wir bisher hatten, oder? Ich glaube, die zweitschlechteste bisher waren 10 übrige Partien. Jetzt haben wir nur noch 9. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es könnte es. Vielleicht haben wir am Anfang mal eine schlechtere Bilanz gehabt, aber an die Bilanz, an die ich mich erinnern kann, hatten wir nach 10 Siegen immer mindestens noch 10 Spiele übrig, glaube ich. Ja. Egal, egal. Wir haben ja immer noch die Chance, Gold 3, Gold 2, Gold 1 zu werden. Und das wäre doch schon mal nicht schlecht. Und gucken wir einfach mal, dass Mali weiter abgeht. Bentaleb hat sich eigentlich ganz gut angefühlt, wieder gut eingefügt. Und ich glaube, der gefällt mir besser. Er passt besser zu meinem Spielstil. Er ist nicht so viel am Hoch- und Runterrennen. Das ist, glaube ich, besser für mich. Und bleibt einen Tick weiter hinten. So, Ribéry gibt eigentlich keinen Grund, einen anderen Spieler reinzunehmen. Ich bin am Überlegen, ob ich Valbuena nicht reinnehme und also wieder austausche, weil ich glaube, der hat Pace-Probleme. Also, komischerweise hat er gut funktioniert als Stammspieler. Aber ich glaube, ich brauche halt am Ende. Die Einwechselspieler haben halt weniger Chemie. Ich glaube, die Einwechselspieler haben nur 6 oder 7. Ich glaube, nur 6 Chemie insgesamt. Also, die lassen sich dann einen Tick schlechter spielen. Ribéry ist aber insgesamt einfach so geil, dass er trotzdem noch gut abgeht. Aber Valbuena habe ich das Gefühl, dass er nicht so gut als Einwechselspieler funktioniert. Ich bin am Überlegen, ob ich den halt rausnehme. Und jetzt ist halt die Frage, ob ich dafür entweder wieder Müller nehme oder ob ich dafür Bellarabi nehme. Aber ich glaube, Müller hat echt ganz gut funktioniert. Deswegen würde ich. Man könnte natürlich auch Keita mit dem Champions League Style Catalyst nehmen, fällt mir gerade so auf. Aber ich glaube, ich nehme einfach mal Müller wieder. So, jetzt kann ich mal mein Auswärtstrikot zeigen. Falls der Gegner drückt. 3, 2, okay. Das ist mein Heimtrikot und so sieht das Auswärtstrikot aus. Ich nehme natürlich das Heimtrikot. Wollt euch nur mal schnell zeigen, wie das aussieht. Also das eine ist komplett schwarz, das andere ist komplett weiß und das gefällt mir ja überaus gut. Vor allem, wenn halt keine, also heißt vor allem, es muss, oder es darf auf jeden Fall keine Werbung drauf sein. So, jetzt haben wir hier mal ein deutlich schlechteres Bundesliga-Team. Er hat zwar den einen oder anderen guten Spieler wie Second Info, Chicharito und Info und Thiago, aber er hat einen 82er, ich glaube Timo Horn, 82er Torhüter zum Beispiel. Was ist denn da los? Also
die anderen, es muss wahrscheinlich so dein Lieblingstorhüter sein, anders kann ich mir nicht erklären, weil normaler Fährmann, der einfach der zweitbeste, wenn man nicht ihn vom Karten wegnimmt, ist einfach Fährmann der zweitbeste Torhüter nach Neuer. Und sehr schön von Vidal, aber leider schafft es dann Bentaleb nicht rechtzeitig zu passen. Das ist hier. So. Ja, okay, Fährmann muss den Ball bekommen, weil vorher kommen wir irgendwie nicht ran, obwohl wir ihn uns dreimal erarbeiten. So, jetzt mal in Ruhe ein schöner Spielaufbau. Bianca ist natürlich auch schnell und nicht schlecht. Hat man auch noch eine Zeit lang, ist schon lange her und ich finde Schürrle zum Beispiel schon besser. Oh, wieder ein bisschen zu träge, unser Bentaleb. Bleiben wir leider hängen. Das macht Bentaleb schön, an Draxler reinspielen und dann den Einwurf ziehen. Oh, schönes Ding. Haben wir es nicht geschafft, am Gegner vorbeizudribbeln. Wieder so eine Albtraumgrätsche, die dann trotzdem wieder funktioniert. Was soll denn seine ständigen Flanken? Das kann doch gar nicht funktionieren. Riskant, aber mir blieb nichts anderes übrig. Ja, da wird er gefoult. Gegner spielt auf jeden Fall besser als der vorhergehende Gegner, obwohl wir halt erst so knapp dann am Ende 2-1 gespielt haben. Aber der hier spielt nach vorn ganz gut. Der scheint auch einen ganz guten Plan von der Abwehr zu haben. Ich glaube, er war zuletzt dran, oder? Also, das hatte ich gerade erledigt, weil er nicht ins Aus ist, aber ich dachte, er geht ins Aus. Hat eine richtig nervige Formation. Ich weiß nicht, ob er auf Defensiv spielt oder was da los ist. Auf jeden Fall ist mega kompakt. Und ich glaube, ich darf nicht zu lange gegen ihn warten, dann habe ich ein Problem. Oh, das wird schwer. Vielleicht müssen wir also Formation wechseln. Mal gucken. Geil, das hat sich ja richtig gelohnt, den Ball abzufangen. Das ist wieder so ein dummer Fehler von mir gewesen. Das darf einfach nicht passieren. Wird quasi der Fehler vom Gegner, wird quasi sein Vorteil.
Genau so geplant. Straffer Pass auf Müller und dann der Flachschuss ins lange Eck. Und es funktioniert natürlich. Also, Müller macht die Dinger einfach. Oh, zum Glück ist dieser Fehler von mir nicht bestraft worden und die haben es dann einfach schön ausgespielt. Und jetzt aber nicht wieder ein Gegentor fressen, sondern einfach mal zeigen, dass ich defensiv stark sein kann, dass ich keine Fehler mache im Aufbauspiel. Dass ich mich an den gegnerischen Spielstil anpassen kann. Hat der Gegner Glück, nachdem er einen total schlechten Trick macht? Vielleicht wollte er den auch nicht machen, ich weiß es nicht. Wieder nicht klargekommen mit dem Druck vom Gegner, irgendeine überhastete, sinnlose Entscheidung gemacht. Total dumm einfach. Naja, es war ein Versuch wert. Das war jetzt nicht so schlimm. Hätte ich vielleicht lieber noch mal auf Müller passen sollen. Sollen denn immer die Flanken, verdammt nochmal? Chicharito ist doch nicht Kopfballschwach, aber er ist doch super klein. Die können doch nicht funktionieren. Und die haben bisher auch zum Glück nicht funktioniert. Konzentrieren, am besten, wie gesagt, das 2-0 nachlegen, das ist immer am besten. Das ist halt auch wieder so eine sinnlose Floskel. Klar, das 2-0 nachlegen nach einem Einzel am besten. Was soll man sonst machen? Ist alles frei, ja, ich kann nichts mehr dagegen machen. Hat das echt noch geschafft? Fuck. Außen durch. Hier so ein scheiß Ballverlust, der nicht sein muss. Das ist echt eine eklige Aufstellung, das auch nicht. Das ist also kein Foul, okay. Bentaleb, mach doch mal einen geileren Pass, verdammt. Verteidigt halt echt nicht schlecht und die Formation ist so nervig. Manchmal hat man halt Glück und man kann schön in den Lauf, aber ansonsten, boah, da steht so Kacke im Mittelfeld. Also für ihn positiv natürlich.
Boah, war das knapp. Ihr guckt euch das an, das sind immer so viele Leute, die da rumnerven. So, und jetzt hat man halt mal das Glück, es sei denn, Müller spielt halt einen richtig beschissenen Pass, dann hat man kein Glück. Ich weiß nicht, warum Müller den nicht mehr an den Lauf schießt, so wie ich das quasi befehle. Wir dürfen kein Gegentor fressen, weil es ist so schwer, sich gerade in den Torschuss rauszuspielen. Da kommt zum Glück auch nicht gut durch. Vielleicht nur ungern wechseln, aber ich glaube fast, es wäre echt schlauer zu wechseln und ein bisschen Pace reinzubekommen. Stehen definitiv eigentlich ganz gut. Scheiße, das war knapp. Ja, ich dachte, er läuft durch, so wie es gehört. Aber natürlich ein sinnloser Ballverlust, den wir hier wieder gut machen können. Haben wir Glück. Oh, eine Ecke. Ich glaube, ich gehe jetzt auf Zeitspiel. Ich habe lange nicht mehr in der 83. mit Zeitspiel angefangen, aber der Gegner ist echt unangenehm. Ja, geiles Zeitspiel auf jeden Fall. Richtig geiles Zeitspiel. Hat sich gelohnt. Und dann ist hinten komplette Auflösungserscheinung. Ja, dann müssen wir mal wechseln. Das Zeitspiel war richtig großartig, muss ich sagen. Scheiße. Ich hab's euch gesagt, wenn wir hier noch ein Tor fressen, wird's eklig. Hätte nicht sein müssen. Ich weiß, was ich dazu sagen soll. So eine sinnlos dumme Verlängerung. Krass. Egal, konzentrieren, wir können immer noch gewinnen.
Fall einfach hin, Müller, und du bekommst Elfmeter. Hummels hat den Ball eigentlich. Schöner Ball. Aber Vidal hat keine Power mehr. Krass gehalten von Hun. Schöner Schuss für Mali. Ich glaube, Müller hat sich verletzt. So macht man das, Mäusel. So macht man das. Eieieiei. Schöner Fribéry und der hat den Fuß. Ich weiß nicht woher, ich weiß nicht wieso, aber er hat den Fuß. Macht ihn dann rein und jetzt komm, noch eine Halbzeit. Los! Der Pass war auch so geplant. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er so einen geilen Hackenpass macht, aber egal. Wer hat die Vorlage gemacht? Kann es sein, dass es schon wieder Mali war? Egal, Ding ist drin. So, und jetzt, ja, jetzt die zweite Halbzeit. Komm schon, die ziehen wir jetzt noch. Und in der Halbzeit waren wir auch der beste Spieler definitiv. Jetzt haben wir erstmal Ballbesitz, das ist schon mal wichtig. Schön gemacht von Hummels. Nicht so schön gemacht. Egal, war vor dem Elfmeter-Dingens. Taktisches. Ist, denke ich, gar kein schlechtes taktisches. Hoffen wir mal, dass er den nicht reinmacht, bitte nicht. Ich glaube, da hat er schon mal einen Elfmeter geschossen. Einen Freistoß, der gefährlich aufs Tor kam. Und jetzt, komm, ist mal ein anständiges Zeitspiel hier. War so nicht geplant. Also ich wollte... Nein, das war so nicht geplant. Bitte keine Ecke, bitte keine Ecke. Fuck. Wie?
Abseits, abseits. Sehr geil. Oh Gott, was für ein geiler Trick. Was für ein geiler Trick, ey. Ah, er spielt tatsächlich noch jemand im Abseits an. So geil. Sehr schön. Oh, da wird sich der Gegner ärgern. Da wird sich der Gegner ärgern. Ich glaube, er versucht gerade mit Thiago hinterher zu rennen, der super langsam ist. Plant dann auch keine Power mehr. Yes! Wichtiger Sieg. Ein bisschen merkwürdige reguläre 90 Minuten, aber dann in der Nachspielzeit habe ich es auf jeden Fall gerissen. Sehr geil. Tore, Müller und Ribéry, Vorlagen. Tatsächlich Mali. Krass. Und Reus wieder mal. Reus macht auch wieder mal in jedem Spiel einen Scorerpunkt. Dieser Mali, dieser Mali, dieser Mali. Der hat, glaube ich, diesen geilen Hackenpass gespielt auf Ribéry. Also eine sehr wichtige Vorlage. So, wir haben Gold. Gold 30er, oder? Mit 11 Siege sind immer Gold 3, ne? Sehr geil. Jetzt schauen wir uns doch mal an, was Mali bisher gemacht hat. Wir müssen mindestens ein Spiel abziehen. Das heißt, er hat in maximal 7 Spielen 10 Scorerpunkte. Es könnte aber sein, dass wir sogar 2 abziehen müssen. Dann hätte er in 6 Spielen 10 Scorerpunkte. Also das wäre krass. Das wäre auf jeden Fall. Ich könnte sogar die beste Quote sein, die bisher ein Stürmer bei mir nach 6 Spielen hatte. Ich hoffe, er bleibt so. Aber er fühlt sich gut an, er macht die Dinger. Ich glaube nicht, dass er anfängt, plötzlich 100%ige zu verschießen. Und dass er nicht jedes Mal Zaubertore schießt oder sowas, davon rechne ich gar nicht. Also, ja, von daher ist alles okay. So, Robier braucht mal eine Fitnesskarte. Und dann geht es weiter mit 2 Spielen der Liga. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben. Dann wird man euch loben. Euer Paxis. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.